Guten Morgen. Ich bin heute unterwegs am Königssee und bin bis nach Salet hintergefahren mit dem Boot. Und jetzt geht es von Salet aus über den Kaunersteig. Von da aus dann über das Hochgeschirr Richtung Seelainsee. Und dann wieder zurück nach Königssee, ganz einfach. Und ich bin mal gespannt, der Kaunersteig, der sah schon ziemlich spannend aus. Ein schwarzer Steig. Da gibt es wohl bestimmt hin und wieder mal ein paar Stellen zum Klettern. Und jetzt vom Boot aus sah es auch sehr, sehr steil aus. Aber das täuscht ja meistens. So, hier geht es jetzt am Kaunersteig hoch. Da geht's los. Das war wohl scheinbar mal ein einfacher Steig. Und der wurde dann verschüttet und dann haben sie ihn umgelegt und dann ist ein schwarzer Steig draus geworden. So, geradeaus ist nochmal ein Weg eingezeichnet bei mir auf der Karte. Der führt die ganze Zeit eigentlich am Königssee Richtung Norden, nach Richtung Schönau zurück. Aber der wird wohl nicht mehr gepflegt. So, hier ist die erste interessante Stelle. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da sind zig Stufen im Fels eingeschlagen. Da geht's jetzt hoch.
bin jetzt schon eine Weile auf dem Kaunersteig unterwegs. Mittlerweile ist er nicht mehr so steil. Keine Treppen und Stufen mehr. Und führt hier eigentlich durch einen wunderschönen Wald, durch ein wunderschönes Wäldchen durch. Quasi würde sagen, das ist ein Zauberwald. Also nach dem anstrengenden Stück ist das jetzt schon richtig entspannt. Anderer Vorteil ist, hier sind auch keine Leute unterwegs oder nur sehr wenig. Zwei sind mir vorhin entgegengekommen. Und wenn man ganz still ist, dann kann man hier auch Adler hören und alles Mögliche. So, was ist denn das? Habe ich was entdeckt? Am Martal. Jetzt habe ich hier noch eine schöne Quelle entdeckt. Ich denke, hier werde ich Wasser auffüllen. Gerade eben auch noch mal geschaut. Das hier ist die Kaunquelle. Was passend ist, weil ich ja den Kauner Steig gehe. So, jetzt habe ich erstmal hier nochmal aufgefüllt, kleines Päuschen gemacht. Ist echt wunderschöne Landschaft hier. Wunderschöner Wald. Man merkt, dass man im Nationalpark ist. Hier habe ich jetzt ein interessantes Stück erreicht. Hier sind scheinbar die Bäume mal alle abgestorben. Hat vermutlich der Borkenkäfer gewütet hier. Und hier im Nationalpark ist es so, dass die Bäume, da wird nichts dran gemacht, das wird alles so gelassen. Wenn Bäume sterben, dann bleiben die liegen. Und dann wird beobachtet, was sich alles wieder entwickelt. Und man sieht hier auch, dass da wieder neue Bäume wachsen. Dann Büsche haben sich breit gemacht. Also ein ganz anderes Biom auf einmal.
Also im Moment ist aus der Bergwanderung eine wunderschöne Wald- und Wiesenwanderung geworden. In wunderschöner Natur. Man sieht die Bäume, die sind auch alt. Richtig, richtig geil. Überall Blumen. Alles ist pink, blau, gelb. Rosa und weiß. Herrliche Landschaft, ein echter Geheimtipp hier. Ich kann hier nicht mal mehr einen Weg erkennen. Man geht einfach über die Wiese und versucht nicht auf allzu viele Blümchen zu treten. Herrlich, was für eine Gegend. Der Hammer. Denn man trifft immer wieder auf diese Mauerruinen. Super interessante Gegend. Ist das nicht idyllisch hier? Gerade an der Hütte hier angekommen. Oh, und da ist ein Empfangskomitee. Oh, du bist ein Lieber, ne? Legst nur die Steine ab. Vorsicht, ich hab einen Stock. Ja. Ah ja. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, hier die Stelle war jetzt ziemlich schwierig, weil man sehr leicht vom Weg abkommt. Da ist noch eine alte Farm. Eine Hütte. Ja, muss ich rausschneiden. Und da vorne kommen aber Schilder wieder jetzt. Gucken wir mal, was da drauf steht. Oberalm und Hochgschier. Hochgschier, da muss ich hin. Jetzt komme ich gerade wieder aus dem Wald raus. Jetzt ging es eine scharfe Linkskurve und jetzt geht es durch das Tal. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das Tal geht es jetzt irgendwo da hoch zwischen den Felsen durch. Und das ist dann das Hochgschier. Es geht noch ein ganzes Stück bergauf und danach müsste dann irgendwann der Seelandsee kommen. Bin ich mal gespannt.
wie lange ich da noch unterwegs bin. Ich schätze mal bestimmt noch 2 Stunden. Aber jetzt mache ich gleich erstmal irgendwo Pause hier. Hier soll irgendwo ein Point of Interest sein. Vielleicht ja da unten. Boah. Ein wunderschöner Steig. Man kann ihn da hinten auch noch verfolgen. Da geht es dann hoch. Ich versuche das mal zu vergrößern, aber mal schauen. Da unten führt auch irgendein Weg hoch. Da sehe ich auch Wanderer unten. Naja, jetzt erstmal Päuschen machen. So wie es aussieht, mache ich hier dann doch kein Päuschen. Kann schon was runterkommen. Das ist eine geile Landschaft. So, so wie es ausschaut, bin ich jetzt an dem Stück vorbei. Jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter und mache dann Pause. Da ganz hinten ist der Rötbachfall. Das ist das Ziel von den meisten Touristen. Ich kann den bis hierhin hören. Doch eine ausgesetzte Stelle dabei. So, ich komme immer dichter dran ans Hochgeschirr. Pause habe ich immer noch nicht gemacht. Irgendwie habe ich kein gescheites Plätzchen gefunden. Und jetzt, bevor ich da hochgehe, möchte ich aber auf jeden Fall Pause gemacht haben. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich da unten, werde ich mich jetzt ein bisschen hinhocken. 10 Minuten, Viertelstunde. Ein bisschen was essen, was trinken, die Sonne genießen. Unglaublich Glück mit dem Wetter heute auch. Oh.
fast oben. Da geht es dann noch hoch. Da muss ich hin. Schaut nicht mal weit aus. Das ist dann das Hochgeschirr. Haben wieder was dazugelernt. Nochmal der Blick zurück. Und dann melde ich mich von oben wieder. Ich bin jetzt fast oben. Ich habe mir jetzt doch endlich mal ein Päuschen gemacht, ein bisschen was essen, ein bisschen Energie zuführen wieder. Es war natürlich so, dass man nicht sehen konnte, wie hoch das ist. Und man meint, das wäre gar nicht so hoch. Und dann kommt man über den ersten Hügel rüber und dann sieht man, dass man noch nicht mal die Hälfte hat. Aber jetzt habe ich es fast geschafft. Da muss ich noch hoch. Das sind vielleicht so 100 Meter oder so. Ja. Dann insgesamt bin ich jetzt 16 Kilometer unterwegs. Allerdings mit einer 8 Kilometer Fährfahrt. Das heißt, ich habe eigentlich erst fast die Hälfte vom Weg geschafft. Aufgestiegen jetzt bis jetzt 1330 Meter und ich denke mal, das werden so ja 1400 Meter. Bisschen mehr wahrscheinlich werden schon werden. Und ich bin nicht mehr weit vom Seeleinsee entfernt. Da mache ich dann die nächste Pause und fülle mein Wasser wieder auf. Ja, also da oben ist dann aber der höchste Punkt für mich. Geht auch ohne Gipfel. Ich habe es geschafft. Bin jetzt auf der Hochalmscharte. Ach, Hochalmscharte, was rede ich für ein Blödsinn? Hochgeschirr, so heißt es. Da vorne kommen ganz viele Schilder. Aber ich muss noch links runter, das weiß ich jetzt schon. So, von da komme ich her, da gehe ich nicht mehr hin. Da gibt es einen Weg da hoch in Schwarzen, der scheint interessant zu sein. Aber für mich geht es jetzt zum Seeleinsee. 20 Minuten noch. Und da unten ist ja schon, sehe ich gerade. Wow. Da geht es jetzt hin. Cool. Da oben, da komme ich jetzt her. Ist das Hochgeschirr. Und jetzt bin ich da runter. Und ich bin angekommen. Wow. Da halte ich jetzt gleich meine Füße ins Wasser. So, geil. So, herrlich. Aber saukalt. Ein bisschen wie im Kneippbad treten. So, hier ist ganz interessant. Das sind die Felsen. Die sind alle ganz flach abgeschliffen. Das heißt, das war früher mal ein Gletscherboden hier. Jetzt noch eine andere Tour am Hohen Göll. Alpetal. Da habe ich schon mal aufgenommen, aber nicht wirklich richtig. Ich glaube, das mache ich noch mal. Auf jeden Fall, da geht man nur über diese Steine. Es besteht da fast alles nur daraus. Man hüpft im Prinzip von einem Stein zum anderen da.
mittlerweile jetzt weiter unten unterwegs. Hier wird es jetzt schon wieder mehr bewachsen. Ich habe einen Schritt zugelegt. Was mir total positiv auffällt, ist, dass das Bad in den, oder das Fußbad in dem kalten Wasser, das hat echt gut getan. Ich habe überhaupt null, mir tun null die Füße weh. Naja, so, jetzt geht es auf jeden Fall weiter runter immer. Kein schwieriger Weg mehr. Stufen drin. Und ja, desto weiter ich nach unten komme, desto flacher wird das jetzt dann auch. Und wieder bergauf. Aber nicht weit. Der Watzmann ist übrigens ziemlich oft in Wolken gehüllt. Man sagt, weil er nicht zusehen will, wie die Leute alle seine Frau besteigen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auch wenn die Watzmannfrau hin und wieder mal bestiegen wird. Da kommt jetzt die Hütte und die verdiente Pause. Oh ja, das schaut gut aus. Da ist bestimmt noch ein Radler für mich drin. So, nochmal tschüss allem. Ah, das war jetzt super gemütlich da. Da lernt man immer sofort Leute kennen.
verkaufen da eigenen Käse und alles Mögliche. Schon cool. Im Gras liegen und das hier ist ein Schnapsbrenner. Aber da ist jedes Mal zu, wenn ich dran vorbeikomme. Ich wette, der macht den besten und reinsten Schnaps auf der Welt. Noch richtig ursprünglich. Noch ein bisschen Impression einfangen. Bin jetzt 8 Stunden, 8 Minuten unterwegs. Gehzeit. Und hab's noch so ungefähr, ja, 4 Kilometer bis zum Auto. Der Rest nur noch auf der Forststraße. Das ist nicht mal so schlimm, wenn es dunkel wird. Da kann man den Königssee wieder sehen. Das erste Mal jetzt seit langem. Da hinten ist Schönau. Da muss ich irgendwo hin. Ist nicht mehr so weit. Bin ich bald wieder am Auto. Kommt das Resümee. Die Tour war super geil. Eine echte Alternative zur kleinen Reiben. Ganz am Anfang, das erste Stück, das ist halt unheimlich steil mit vielen Treppen und Stufen drinnen und so ein Zeug alles. Aber das dauert nicht lange. Und danach wird das eine ganz super gemütliche Tour über die, durch den Wald, über die Felder, dann an den Almen vorbei und sowas alles. Und die 1500 Höhenmeter, die haben mir auch eigentlich gar nicht so viel ausgemacht, muss ich sagen. Weil es in 2 Etappen hochging. Die erste Etappe und dann hinterher bei dem Hochgeschirr. Da ging es dann auch noch mal saftig hoch. Aber so schlimm war das gar nicht. Und direkt danach ist man ja am Seeleinsee. Also ich fand's cool. Das werde ich auf jeden Fall noch mal machen. Und tschüss.